Au! Ich esse einen Donut! Warum bist du fett? Weiß ich nicht. Und somit, du kleiner Pisser, ja. Und somit, meine kleinen Meister, so willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute spielen wir Among Us, aber, Freunde, aber jeder muss lügen, Leute. Jeder von uns. Oha! Okay, tschüss. Und Freunde, falls ihr auch dünn sein wollt, dann holt euch doch mein Bandana oder irgendwas von meinem Merch, Freunde. Und so wird hier wieder eingeblendet, was wir haben. Wir haben Mörder-Merch, wir haben fette Qualle-Merch, wir haben Bandanas, wir haben Lichter, wir haben sogar Unterhosen, wenn ihr das wollt. Haben wir jetzt noch nicht, aber wenn ihr wollt, dann mit meinem Gesicht. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen, wenn euch das Video gefällt. Ich würde aber mal sagen, Jungs, let's go mit der ersten Runde. Muten und go. Wir sind Crewmates. Okay, jetzt bin ich mal gespannt und wir müssen lügen, Leute. Also wir müssen uns auch überlegen, wohin wir laufen und mit wem wir waren. Und dann müssen wir das irgendwie immer umdrehen, damit wir uns alle verwirren. Also es wird ein Hardcore-Modus, wie immer, Leute. Und wir erschießen hier jetzt erstmal die kleinen Kometen. Oh, ich habe gar nicht vorgestellt, wer eigentlich mit dabei ist. Mit dabei! Oh Gott, warte mal. Oh Gott, cringe. Das machen wir einfach im Meeting, Leute. Ihr seht's ja. Checkt einfach die Jungs in der Infobox ab. Ihr wisst Bescheid. Oh, Weakness ist hier. Ich hoffe, ich werde nicht abgestochen. Ich hoffe es einfach nur. Okay. So. Wegner Sisi, ich würde ihn so gerne abstechen, aber leider bin ich kein Imposter. Imposter! Ey, bin ein Imposter! Ja, moi! Oh mein Gott. O2. Okay, O2. 44080. Ich hoffe, das Video geht auch, weil wenn wir alle lügen, dann haben wir einfach alle gelogen. Freunde, wenn ihr intelligent sein wollt, holt euch mein Bandana. Oh mein Gott. Okay, let's go. Ihr wisst, und wenn ihr Team Odemann seid, wenn ihr Team Fette Qualle seid, dann müsst ihr in Among Us immer den gleichen Skin spielen wie ich, Leute. Ihr wisst, der Inder from the Rinder. Ja, genau. Ich uploade meine Tests. Meine Tests sind abgeloadet. Dabei trinke ich einen Tee. Der schmeckt mir. Oh, schee. Mann, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt noch jemand gestorben ist schon. Oder ob wir hier jetzt noch keinen haben. Und wir sehen die Tasks nicht, ob sie sich füllt oder nicht. Schauen wir mal hier Electrical rein. Lavinio. Okay, hier sind einige Menschen. Okay, bis jetzt ist auch noch nicht viel passiert. Wir haben noch nichts gesehen. Noch nichts Auffälliges, Freunde. Noch gar nichts Auffälliges. Okay, let's go. Und in den Meetings dürfen wir natürlich nur lügen. Wir schauen doch mal. Wir schauen jetzt einfach mal, ob irgendwas passiert ist. Wassalamu alaikum Habibis. Alaikum salam. Geht. Oh, okay. André ist nicht tot. André ist nicht tot. Hast du ihn gefunden? Ich hab ihn gefunden. Ich hab ihn gefunden. Warum hast du dann gecallt? Weil ich ihn gefunden hab. Er sagt, die Wahrheit kann ich bestätigen. Sinn. Hä? Okay, Tamam, du hast ihn gefunden, okay? Hab ja. Verstanden. Ja. Aber wieso hast du dann normal gecallt? Also, wieso hast du gecallt? Weil, wenn du nicht, du weißt. Wenn ich sag, ich habe ihn gefunden, Burak, und wir lügen dann hast müssen. Du ihn nicht gefunden. Genau! Genau, und wieso hast du dann den Call gemacht? Weil ich weil ich nicht wissen wollte, ob jemand gestorben ist. Oh mein Gott, Big Brain, oder Mann? Bruder, weißt du, wie wichtig die Info ist, wo die Leiche ist? Egal, Digga, Big Brain Move. Ja! Ich würde ihn dafür nicht voten. Big Brain! Ja, okay, wo wart es ihr macht denn? Ihn sus, muss ich sagen, aber warum macht's mich sus? Weil du halt Burak callst. Ja? Ich call, weil ich nicht wissen wollte, ob jemand tot ist. Was machen wir jetzt? Also, ich skip. Ich vote. Ich skip nicht. Okay, man sieht hier Marvinio ein bisschen nicht angestrengt. Aber ich muss sagen, bis jetzt ist Odemann nicht sus. Oh, wir haben sogar anonyme Votes. Wir haben keine anonymen Votes. Entschuldigung, Freunde. Nein, ich habe Odemann gewotet. Also, wer war es nicht? Oh, okay, mute, Jungs, mute. Oh mein Gott, wer hat mich gewotet? Die kleinen Pisser. Ich wollte nur wissen, ob André tot ist. Burak hat schon recht, weil wir müssen ja wissen, wo er gestorben ist. Aber da der Alter, Maul. Okay, wir machen einfach unsere Tasks. Wir machen einfach unsere Tasks und gucken, wie das Spielchen hier jetzt abläuft. Weil ihr merkt schon, Freunde, es ist hart. Es ist hart zu lügen. Eigentlich ist es nicht hart, aber wenn man sich anstrengen muss, um zu lügen, dann ist es hart. Oh mein Gott, okay. O2 ist an. O2 ist an. Ah, wer könnte der Mörder sein, Digga? Es ist so schwer, Leute. Und ich rede gerade voll im Double Time, weil ich einfach schneller reden kann als der Mond. Wenn es dir gefallen hat, dann like dieses Video. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Okay, Arnold. Arnold kam von da unten. Das heißt, wenn hier jemand tot ist, dann haben wir Arnold eventuell gesehen, wie er von hier unten kam. Oh, Marvinio lebt auch noch. Okay, jetzt bin ich mal gespannt.
Oh. Ich war nicht gerade eine Task machen in Admin. Okay. Und als ich nicht aus dem... Bruder, ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich war Task machen und diese Bildschirmmatte verdeckt. Was war? Ich gehe aus dem raus und da liegt eine Leiche. Also lag da keine Leiche? Da lag keine Leiche. Ich weiß nur, dass mehrere bei mir vorher drin waren, aber... Okay. Ich, also nicht drin waren. Ich habe nicht gesehen, wie Gesundheit. Ich habe nicht gesehen, wie Arnold nicht in Admin reingelaufen ist, weil er in Medbay war. Weil ich nicht in Medbay. Ich habe dich nicht gesehen, weiß ich. Und ich habe Marvinio nicht gesehen in der Nähe. Deswegen habe ich... Stimmt nicht. Warst du das nicht? Was stimmt nicht? Jetzt Marvinio, komm, Big Brain Modus, warte, bitte, Scheinlicht auf Marvinio. Ja, wenn ich sage, stimmt nicht. Dann stimmt. Und ja, genau. Okay, Big Brain Odoman. Ich vote nicht Arnold, weil Arnold nicht für mich Sus ist. Weil. Wir müssen skippen, sonst hat er Dingens, ne? Also ja, wir müssen skippen, deswegen, wir müssen skippen oder nicht voten. Und ich habe nicht gewotet. Hä, ganz kurz, Jungs, wir müssen. Ich habe auch nicht gewotet. Ja? Wir müssen voten. Oder weißt du, was ich sagen? Aber wenn. wenn wir voten, du Spast. Dann voten wir nicht. Also wir voten, dann voten. Warum sagen wir nicht durch? Warum reden wir ganz im Gegenteil, wenn wir nur lügen müssen? Stimmt. Digga, was haben wir gerade mit unseren Köpfen gemacht? Wen voten wir jetzt? Digga, ich hab therapiert, ich schwöre. Ich hab jetzt nicht Arnold gewählt. Und du, Bruder? Ich muss sagen, ich habe nicht Odoman gewählt. Dieses Mal. Bruder, letzte Runde. Wallah, ich war. Also, Marvinio, wen willst du denn nicht wählen? Oder willst du skippen? Ja, ich überleg gerade. Also ich skippe auf jeden Fall nicht. Weil wenn wir jetzt einen Falschen rausvoten, muss der Mörder nur noch einen nicht jumpfen, ja. Ich hab halt alles gesehen, so. Deswegen, ich weiß nicht, wenn ich voten soll. Du hast alles gesehen? Ja, ich hab auch alles gesehen, Bruder. Aber, nee, ich hab nur einen Teil gesehen. Ich weiß nur, dass... La Kaisers! Hä? Oh mein Gott, Digga. Ihr kleinen Eklig... Du weißt auch, dass du nicht... Es ist nicht Mirkan! Es ist nicht Mirkan! Ich hab nicht geskippt. Ja, halt deine Schnauze. Oh mein Gott, es ist safe Arnold. Safe call. Freunde, es ist safe call Arnold. Safe call. Das ist gleich vorbei, Leute. Okay. Digga, es ist... Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt mal kein Real Talk. So schlau, wie der das gerade spielt, kann ich nur mal Vino einschätzen. Kann ich mal Vino auf jeden Fall nicht einschätzen. Bruder, oder kennt es ist Mirkan, glaube ich, Leute. Direkt. Ich habe echt gar keine Ahnung. So. Also habt ihr eine Ahnung? Der nicht schon nicht weggelaufen ist. Mit mir. Mirkan. Auf jeden Fall nicht. Achso, wenn nicht. Nee, cringe. Nein. Also ja. Mirkan war für mich eigentlich nicht safe, aber jetzt bin ich komplett durcheinander. Oh mein Gott! Okay, Freunde, warte mal. Da hat Burak schon recht. Also wir. Okay. Deswegen wähle ich jetzt nicht Marvin. Ey, das ist so Brainfuck, ne? Digga, das ist Brain komplett am Arsch. Bitte! Ich hoffe, wir haben gewonnen! Bitte mach das. Oh mein Gott, ich hoffe, wir gewinnen. Aber was mache ich jetzt, Digga? Jetzt haben zwei Leute nicht dich gewählt, also. Ich glaube, es ist wirklich. Es könnte echt gut sein, dass es Marvinio ist. Ich hab dies nicht, ich hab das nicht, bitte damit. Es könnte echt gut sein, dass es Marvinio ist. Ich würde sagen, GG. Jungs, wie krank ist das? Ich hab nicht einmal Verdacht auf mir gehabt. Nicht ansatzweise. Marvinio was ejected. Und? Haben wir jetzt verloren? Mirkan, du bist so schlecht. Nein! Bruder, ich hab nicht einmal Verdacht auf mir. Oh mein Gott! Digga. Okay, Freunde, ihr habt schon gesehen, wir machen noch eine zweite Runde, aber ihr habt schon gesehen, dieses Format ist einfach nur Brain-Kaputt-Mach-Format. Okay, Freunde, let's go, zweite Runde. Let's go, Freunde, wir sind Crewmate schon wieder. Oha, hat sich gesaved. Mutet euch hier, entmutet euch. Okay, ich entmute mich, Bruder. Okay, Freunde, Oh mein Gott, okay, Mirkan stand. Okay, es ist Mirkan. Mirkan ist es. Es ist safe, Mirkan. Er stand und macht Reactor. Und dann läuft er zum Reactor und konnte mich nicht killen, weil Marvinio auch gekommen ist. Eigentlich müsste das easy sein. Eigentlich müssten wir das easy machen können, um den Imposter hier rauszuvoten. Licht ist aus. Oh mein Gott. Oh, Licht ist wieder an. Es ging aber schnell, du kleinen Imposter, kleinen Bällchen rein. Wo war die Leiche? Warte mal. Arnold lebt noch, Digga? What the fuck? Okay, André. Fettodreh. Alles, was ich jetzt sage, ist gelogen. Okay. Ich war ein Admin, hab eine Download-Aufgabe oder Upload gemacht. Ja. Da war ich mit Mirkan und
Epse? Ja. Ja, doch, ja. Ich weiß aber nicht, ob er seit Anfang an dabei war. Wir waren auf jeden Fall zu dritt. Ich glaube, ich war das nicht. Aha. Ich war. Warte mal, Bruder. Okay, ich bin auch confused, weil, also den ich in dieser Runde nicht gesehen habe, ist nur Marvinho und Epse. Oh, du, ich hatte so Angst. Ich hab mit dir nicht Reactor gefickt. Ja, das ist richtig. Ich habe mit dir auch nicht Reactor gefickt. Ich war auch nicht da. Ja, richtig. Und die einzigen, die ich gesehen habe, war Weakness und André. Ich weiß, dass Arnold während des Reactors nicht bei Shields war. Das weiß ich auch nicht. Und ich habe am Anfang nicht gedacht, dass es Arnold ist. Also im Endeffekt können es nur noch Marvin und Odoman sein. Im Endeffekt können es nur noch Odoman, Epse und Marvin sein, ja. Und da Burak vorhin gesagt hat, dass er es nicht ist, versteht ihr? Weil wir sind es ja alle, wir sind ja alle Imposter und Burak ist es nicht, dann ist es für mich Burak nicht. Also weil ich es gesagt habe am Anfang der Runde als Joke, Odoman. Nein, du hast es gerade im Meeting gesagt. Du hast gerade noch im Meeting gesagt, dass du es nicht bist. Ja. Ich weiß ja nicht, dass Bruder, der Imposter ist. So krank und okay, jetzt wart, ich glaub nicht, Freunde. Dass es ein Self-Report ist. Oh, sein. Ich vertraue Burak irgendwie. Ich vertraue Odoman auch, aber böse. Ich vertraue. Ist auch die ganze Zeit weird. Digga. Nicht weird genug. Ich vertraue Burak unnormal, Digga. Ich vertraue Burak so hart, dass es mein bester Freund ist, Digga. Oh. Oh. Interessant. Mhm. Interessant. Es geht los. Es geht weiter. Okay, Freunde. Wenn ich tot bin, ist nicht Odoman. Okay, aber ich glaube, Burak ist es echt nicht, oder? Ich weiß nicht. Vielleicht könnte es auch André gewesen sein oder Marvin. Jo. Wobei er hinter mir gelaufen ist. Zu Reactor. Oh, das ist jetzt ein bisschen tricky, Leute. Das ist richtig tricky, Digga. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir sind eingesperrt. Geh weg von mir. Es ist Epse. Kann es Epse sein? Nein. André war hier. Hallo. Das ist kein Spiel, was André nie spielt. Wollte ich nur mal ganz kurz besagt haben. Okay, Marvinho, bitte. Die Leiche lag nicht in Storage. Okay. Wir waren nicht zusammen in Electric Hill. Okay. Haben die Lights ausgemacht. Ja. Und dann ist er nicht weggelaufen. Okay, ich habe die Karte First Try geschafft. Nice. Man kennt's. Ich habe es die First Try geschafft. Ich habe nicht gesehen, wie Epse eingesperrt worden ist zwischen Storage und Cafeteria. Ich habe ihn da nicht gesehen. Also ist mein Verdacht entweder Odoman oder Epse. Storage war gerade zu, ne? Auf, ne? Storage war auf, ja. Wir waren aber gerade nicht zu dritt in Cafeteria. Wir waren nicht zu dritt in Cafeteria. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, weil wir waren zu viert nicht dort. Da musst du sagen, das stimmt. Marvin war da. Ja. Oh. Okay, warte mal. Jetzt, Alter, ich schwöre, mein Kopf, Digga, ich schwöre, ich check gar nichts. Marvin war da. Also, wir drei waren nicht in Cafeteria. Wenn ich lügen darf, dann lüge ich so tief, dass André es niemals sein könnte, weil André nie solche Plays macht, weil Burak gemeint hat, letzte Runde, wenn er lebt, dann ist es Odoman. Nicht. Ja, für mich ist es irgendwie Odoman. Für mich ist es irgendwie Marvinho und Epse. Also Epse ist es überhaupt nicht. Gar nicht. Kann gar nicht sein. Ich skippe. Nein, ich vote. Wen? Odoman. Ich skippe. Ich skippe auf den Skip. Dann hat wohl jemand nicht gewählt. Ja, sehr wohl. Ja, gut, Marvinho. Super. Danke. Okay, Freunde, es geht in die nächste Runde, Digga. Mein Kopf ist jetzt schon kaputt. Ich hoffe, ihr guckt das Video auch an, ne? Also, ich sag euch ehrlich, die Leute, die dieses Video anschauen und mitkommen, was wir hier labern, 200 IQ. Die Leute, die es nicht checken, bitte schreibt unten rein, ihr habt nicht so großen IQ. Und die Leute, die es checken, schreibt unten rein, ich hab 200 IQ, weil ich alles gecheckt habe. Und ich sag euch, Leute, es ist wieder ein Game, was André gemacht hat. Es ist ein André-Game. Wobei, Epse will mich abstechen. Epse will mich abstechen. Nee, und einsperren. Nein, ein kleiner Pisser. Der Eklige, er macht sogar den Disrespect, Digga. André denkt sich so, what the fuck are you doing, mate? Er bleibt einfach stehen und denkt, warte doch, warte, hallo. Warum läuft der raus? Warum läuft der raus? Er wird abgestocht. Okay, und... Ich hab nicht gerade Crit Walk auf Odomans Leiche gesehen. Der Pisser, Digga. Ja. Oh, shit. Ich glaube, ich nicht das Gleiche sagen. Ich wurde richtig manipuliert, Digga. Nicht in den Raum gelaufen und da war die Leiche. Stimme ich nicht zu, fände ich überhaupt Bullshit, was du da laberst. Sehe ich nicht so. Ich finde, das ist die absolute Wahrheit. Weil jetzt kommt das ganz creepy Shit. Ich bin nämlich nicht
50 an Security gestanden, als die Tür offen war. Du bist so ein Pisser, Digga. Und dann geht die Türe zu. Er ist so ein Pisser. Und ich drehe mich gerade weg, um aus dem Raum rauszulaufen. Und dann steht Weiß da schon und tanzt um die Leiche nicht rum. Okay, jetzt. Dann haben wir das jetzt. Jetzt hat er sich aber selbst verraten, weil ich glaube. 20 Sekunden lang gemacht und dann beide wieder in den Raum reinzulaufen. Und dann kamst du uns nicht entgegen und dann sind wir alle zu dritt wieder aus dem Raum rausgelaufen. Oh shit. Wohin kann man nicht wenden aus Security? Seht ihr das? Nicht? Du kannst nicht in Medbay und nicht in Electrical. Digga, ah, bitte. Also, nicht von beiden bitte, Seiten. Wenn Ma. Genau. Digga, wenn Marvinio jetzt nicht. Nein. Epse okay, rausschmeißt. Alles, was ich jetzt sag, Digga, wenn er ihn Epse jetzt nicht rausvotet, Digga. War mit Odemann zusammen in Security, ja, allein? War ich, ja. Tür war zu, ich kam rein, Leiche lag da, aber ich habe gesehen, dass es Odemann war und dachte mir so, warum sollte ich ihn reporten, dann verarsche ich ihn noch ein bisschen. Ja. Liebe Grüße. Kuss, André. Marvinio, vote jetzt! Okay. Vote grün. Okay, Freunde, er wurde gewotet. Ja, wir haben gewonnen! Hab ich Fehler gemacht? Ja! We are the champion! Digga, weißt du, was er mit mir gemacht hat, Digga? Digga, weißt, wisst ihr, was er mit mir gemacht hat? Wir gehen Security, Digga. Er ventet und ich denk mir so, ich bin tot. Oh shit. Okay, Freunde, das war richtig verwirrend. Aber wenn ihr mitgekommen seid, habe ich schon in der Aufnahme gesagt, seid ihr 200 IQ, Freunde. Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Checkt auf jeden Fall auch mal die Jungs in der Infobox ab und natürlich meinen Instagram. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Ciao!